Moin Moin und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge der Smart Facts möchte ich euch unseren Friends of You Schalter, den Evo Toggle, vorstellen. Seit Anfang des Jahres sind wir zertifizierter Friends of You Partner und haben somit die Chance genutzt und einen Schalter auf den Markt gebracht. Der Schalter kann dimmen, schalten sowie aufrufen von vier Lichtszenen. All das erfolgt über die vier Tastpunkte, die wir mit einer rein weiß glänzenden Wippe versehen haben. Wir haben hier ein Maß von 55 auf 55 mm. Somit könnt ihr den Evo Toggle mit fast jedem Standardschalterprogramm kombinieren. Wie die Montage des Evo Toggles erfolgt, werde ich euch in dem nächsten Einspieler einmal kurz zeigen. Die Inbetriebnahme des Evo Toggles erfolgt über die Standard Philips Hue App. Hierzu ist lediglich die V2 Hue Bridge notwendig. Wie die Inbetriebnahme genau funktioniert, werde ich euch im nächsten Einspieler einmal kurz erklären. So, nun befinden wir uns in der Philips Hue App. Ich habe hier schon meinen Showroom erstellt. Wir gehen auf Einrichten des Zubehörs, Zubehör hinzufügen, den Button einmal betätigen. Dann sehen wir schon Friends of You Schalter ganz unten. Dort gehen wir rauf. Dann einmal nach ganz unten scrollen und dort haben wir den Voltus Evo Toggle. Nun müssen wir die rechts unten Taste für 10 Sekunden lang gedrückt halten, was wir dann auch erledigen. Selbstständig loslassen. Dann sagt er, es hat funktioniert. Rechts oben, links unten einmal gedrückt halten und schon ist der Schalter hinzugefügt. Relativ einfach. Man kann ihn gleich dem Showroom zufügen, beziehungsweise jedem beliebigen Raum. Dann können wir hier zum Beispiel noch auf Einstellungen ändern gehen. Man kann sagen, man nennt ihn jetzt Evo Toggle oder Showroom 1 oder Esszimmerleuchte 1, wie auch immer. In unserem Fall haben wir ihn Evo Toggle Showroom genannt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Tasten zuzuweisen, beziehungsweise können wir sagen, was soll die Taste bewirken? Hell, dunkel, eine Szene aufrufen, was auch immer. So, und schon ist der Evo Toggle hinzugefügt. Jetzt können wir der Taste noch eine Szene hinzufügen. Einrichten des Zubehörs wieder. Wir gehen auf den Evo Toggle. Links oben ist zum Beispiel ein- und ausschalten oder linke Wippe ein- und ausschalten und rechte Wippe weisen wir jetzt mal einer Szene zu. Da haben wir einfach mal die Szene Fußball erstellt. Sprich oben rechts drücken und die Szene Fußball wird abgerufen. Kommen wir nun zu den Vorteilen des Evo Toggles. Durch die Energy Harvesting Technologie ist keine Batterie verbaut, somit entfällt eine Wartung bzw. ein Batteriewechsel. Durch das 55er Maß könnt ihr den Evo Toggle mit fast jedem Standardschalterprogramm kombinieren. Die Montage erfolgt auf einer handelsüblichen Schalterdose bzw. könnt ihr den Evo Toggle auch direkt auf der Wand montieren. Zudem habt ihr die Möglichkeit, euer Hue-System jederzeit mit weiteren Evo-Toggles zu erweitern. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge der Smart Facts. Habt ihr Fragen oder Anregungen zu dem Evo-Toggle? Kommt gerne auf uns zu, per E-Mail, per Telefon, wie ihr möchtet. Also,
Bis dann, bleibt gesund.